1993. Eröffnet wird das AZW als neue Institution der Präsentation und Vermittlung von Architektur. Als temporäres Provisorium, aber bereits mit dem Ziel, einen neuen Typus eines Architekturmuseums zu entwickeln. Basierend auf den vier Säulen Architektur präsentieren, diskutieren, publizieren und archivieren. 1994. Der von Renzo Piano geplante Kansai International Airport in Osaka wird eröffnet. Sarajevo bildete bis zum Balkankrieg ein einzigartiges Konglomerat aus religiösen und ethnischen Elementen. Das AZW dokumentiert in der Ausstellung War Architecture – Urbisit Sarajevo – eine verwundete Stadt die tragische Zerstörung dieser multikulturellen städtischen Kultur. 1995 – SMLXL – die von Rim Koolhaas und Bruce Mau herausgegebene Architekturbibel erscheint. Österreich ist Gastland der Frankfurter Buchmesse. Im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt am Main zeigt das AZW die bislang größte und umfassendste Ausstellung der österreichischen Architektur des 20. Jahrhunderts. 1996. Die neue Bibliothek Nationale de France von Dominique Perrault nimmt ihren Betrieb auf. Im Stadtraum Remise organisiert das AZW das 6. Wiener Architekturseminar. Mit internationalen Professoren und Studenten werden zentrale Themen und Angebote der Architektur vom Wohnraum Stadt über die Architektur des leeren Raumes bis zum Public Space für Wien entwickelt. 1997. In der baskischen Stadt Bilbao öffnet das Guggenheim-Museum von Franco Gehry seine Pforten. Die Architekturdatenbank des AZW geht unter dem Namen Architekturarchiv Austria online. In Zusammenarbeit mit Nextrum, Architektur im Netz, wurde eine interaktive Datenbankstruktur entwickelt, die sich auf Bauten in Österreich konzentriert und dazu umfassende Informationen anbietet. 1998. Peter Zumthor erhält den Mies van der Rohe Award für das Kunsthaus in Bregenz. Mit der Ausstellung Wir Häuselbauer widmet sich das AZW der größten Bauaufgabe Österreichs, dem privaten Einfamilienhaus. In Porträts und Dokumentationen kommen die Häuselbauer auch selbst zu Wort und geben ihre Erfahrungen weiter. 1999. Das Jüdische Museum in Berlin von Daniel Liebeskind wird der Öffentlichkeit präsentiert. Das Achleitner-Archiv wird von der Stadt Wien angekauft und dem AZW zur öffentlichen Aufbereitung und wissenschaftlichen Weiterbearbeitung übergeben. Es ist das bedeutendste Archiv der österreichischen Architektur des 20. Jahrhunderts. 2000. Mit dem Umbau von Herzog Dömerow wird die Tate Modern in London zum weltweit größten Museum für moderne Kunst. Erstmals erscheint das hauseigene Magazin Hintergrund. Angelegt als Kontrastprogramm zu den gängigen Hochglanz-Architekturpublikationen. Architekturtheorien und Dokumentationen der Tätigkeiten des AZW erscheinen in Folge in 55 Ausgaben. 2001. Die Sendai-Mediathek von Toyo Ito in Japan besticht durch ihre offene Raumstruktur. Nach 8 Jahren des provisorischen Ausstellungsbetriebs wird das AZW am 10.10.2001 im Museumsquartier in der heutigen Größe wiedereröffnet. Nun gibt es mehr Raum für Ausstellungen, Vermittlung, Bibliothek, Archiv und Werkstatt. 2002. Das von Raimund Abraham für eine nur 7,5 Meter schmale Baulücke geplante Austrian Cultural Forum wird in New York eröffnet. Die Reihe Emerging Architecture des Kurators Otto Kapfinger zeigt jeweils 10 neue Tendenzen der österreichischen Architektur. Das Tor für eine neue Generation der Architekten ist damit geöffnet. 2003. Das Besucherzentrum Loisium, der erste Bau des Star-Architekten Stephen Hall in Österreich, wird eingeweiht. Das AZW entdeckt das Ruhel Studio in Alabama und präsentiert dessen Projekte in der Ausstellung Just Build It. Die bislang in der Architekturdebatte unbekannte Bottom-up-Bewegung wird zum Katalysator für neue Entwicklungen. 2004. Die neue Seattle Central Library von OME wird vor allem auch für ihren öffentlichen Raum gelobt. Die Architecture Lounge wird als eigene Plattform für unsere Partnerfirmen konzipiert. Ein lebendiges Netzwerk für Architektur, Wirtschaft und Politik. 2005. Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas von Peter Eisenman wird in Berlin errichtet. Mit der A-Schau öffnet das AZW sein permanentes Schaufenster zur baukulturellen Identität des Landes und präsentiert damit 150 Jahre beachtliche heimische Architekturgeschichte. Die dritte und damit letzte Etappe führt die umfassende Dokumentation österreichischer Architektur an die Gegenwart heran.
2006 das Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart von UN Studio imponiert durch das räumliche Prinzip der Doppelhelix. Die höchst erfolgreiche Ausstellung Weinarchitektur vom Keller zum Kult geht auf Wanderschaft nach Luxemburg, Hamburg und Frankfurt, New York, Los Angeles und Napa Valley. Die Verbindung von Weinkultur und zeitgenössischer Architektur begeistert. 2007. Die von Coop Himmelblau entworfene BMW-Welt in München öffnet sich dem Publikum. Die Ausstellung Lessons von Bernhard Rudowski öffnet neue Sichtweisen auf das Leben Rudowskis als Architekt, Designer, Kurator, Autor und Theoretiker. Die in Kooperation mit dem Getty Research Center und dem Canadian Center of Architecture entstandene Ausstellung wird auch in Los Angeles und Montreal präsentiert. 2008. Aufgrund seiner äußeren Hülle wird das Olympiastadion in Peking von Herzog Dömerau und IYY auch als Vogelnest bezeichnet. Das AZW feiert die 200. Tour der Sonntagsexkursionen. Mit diesen Vorortführungen wurde die gebaute Wirklichkeit der Architektur einem breiten Publikum nähergebracht. 2009. Die neue Oper in Oslo von Snøhetta wird mit dem Mies van der Rohe Award und dem European Prize for Public Urban Space ausgezeichnet. Das Wiener Architektenlexikon geht mit rund 700 Architekten, die im Zeitraum zwischen 1880 und 1945 in Wien tätig waren, online. In den folgenden Jahren wird es um den Zeitraum zwischen 1770 und 1880 ergänzt und schließt somit eine gravierende Lücke der Architekturforschung. 2010. Die Technische Hochschule in Lausanne erhält das von Sana entworfene Rolex Learning Center. Der Wiener Architekturkongress findet bereits zum 18. Mal statt. Seit Gründung des AZW ist er zu einem jährlichen Fixpunkt im Programm geworden und bietet der internationalen Debatte der Architektur ein relevantes Forum. 2011. HAPA, die Konzerthalle und das Konferenzzentrum von Henning Larsen Architects und Olafur Eliasson, wird in Reykjavik eröffnet. Seit 10 Jahren konzipiert und organisiert das AZW Vermittlungsaktivitäten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ziel ist es, das Bewusstsein für unsere gestaltete Umwelt zu sensibilisieren. 2012. Wang Shu wird als erstem chinesischen Architekten der Pritzker-Preis verliehen. Die Ausstellung Sowjetmoderne 1955 bis 1991 – Unbekannte Geschichten dokumentiert weltweit erstmals umfassend die moderne Architektur der nicht-russischen Sowjetrepubliken. Diese bislang meistbesuchte Ausstellung des AZW beweist die Notwendigkeit der Erforschung unbekannter Architekturen. 2013. Wir haben mit dem AZW in 20 Jahren ein neues Modell eines heutigen Architekturmuseums entwickelt, das zum globalen Vorbild wurde. Archiv und Sammlung, Bibliothek und Datenbanken bilden die Wissensbasis des Museums. Für Ausstellungen und Präsentationen wird Forschung ermöglicht. Und im Zentrum steht die Vermittlung mit all ihren Möglichkeiten. Das AZW erzählt die Geschichte der gebauten Welt.